Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. So, ihr seht es, wir sind unterwegs mit dem John Deere und sind am Ernten unseres Maisfeldes und im Hintergrund seht ihr auch unseren kleinen Traktor mit einem Anhänger, den ich jetzt doch gemietet habe, weil wir dann doch hier bei der Größe des Feldes und auch den Ausmaßen, die hier ja noch zu bewältigen sind, mit dem einen Abfahrer wohl doch nicht zurechtkommen, den wir übrigens jetzt auch gleich holen werden. So, weil ja hier der Kollege jetzt auch gleich voll ist. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen hoch und runter fahren, weil ich brauche noch ein bisschen Platz, denn ich will eventuell schon mal anfangen, die ersten Abgrenzungen heute zu ziehen. Und was ich mir auch überlegt habe, eventuell auch schon mal, ja, vielleicht noch einen Auftrag oder zwei Aufträge anzunehmen, denn wir müssen mal wieder ein bisschen Trick 18 anwenden und eventuell durch Aufträge uns Abfahrer besorgen, falls wir eben noch Lust und Bock haben hier auf der Map, beziehungsweise hier auf diesem Feld eben noch zu häckseln. Dann brauchen wir definitiv noch 1, 2, 3 Abfahrer und das kann definitiv auch nicht schaden. Und deswegen schauen wir mal, was wir hier noch für Aufträge haben. So, was ist los? Ah, jetzt geht's weiter. So, was mir übrigens auch aufgefallen ist, als ich den Abfahrer das letzte Mal weggeschickt habe, ist, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass er hier keine Umwege fährt. Denn obwohl man praktisch hier oben gestartet ist, wollte er erstmal nach rechts runter und dann unten die Hauptstraße sozusagen lang durchs Dorf, um dann eben Richtung Silo zu kommen. Und das kann eigentlich überhaupt nicht passen. Naja, gut. Jetzt stellen wir den erstmal hier ein bisschen zur Seite. So, und übernehmen unseren Drescher und werden hier jetzt nochmal 2, 3 Bahnen abarbeiten. So. Ja, dann schicken wir den hier mal auf Reisen. Und dann schauen wir uns mal an, was es denn noch für Aufträge gäbe. Hier gibt es tatsächlich noch Ernteaufträge auf Feld Nummer 4 und auf Feld Nummer 7. Sind keine Maisaufträge oder Sonnenblumenaufträge. Das heißt, Dreschen können wir hier nicht unterstützen. Das hier müsste was Größeres sein. Feld Nummer 4. Feld Nummer 4 wäre hier direkt nebendran. Okay. Aber der Abfahrer ist eben, ja, mit dem wird sowieso ganz schwierig, dann mit dem Helfer auf den Straßen zurechtzukommen. Da wäre der hier wesentlich lieber. Feld Nummer 7. Wir schauen mal nach. Feld Nummer 7 muss, glaube ich, hier unten irgendwo sein. Das ist das hier und ist jetzt auch nicht gerade helferfreundlich. Aber sei es drum, das Ganze können wir parallel auf jeden Fall mit abarbeiten. Darum nehmen wir diesen Ernteauftrag an und werden uns ein Gerät ausleihen. Wobei, jetzt noch mal ganz kurz. Johnson's Farmer Market, ja, das ist auf der anderen Seite. Da sollten wir uns eigentlich nicht beim Abfahren in die Quere kommen. Okay, so. Ja, ihr seht es, da hinten habe ich schon zwei Bahnen gefahren, um hier dieses Feld praktisch schon mal abzugrenzen. Und wenn wir jetzt hier nochmal eine Bahn abfahren, dann könnte ich hier schon mal anfangen, auf der Verlängerung hier schon mal einen Fahrweg einzubauen. Okay, so. Gut. Dann schicken wir den hier los. Und dann sollte er hier nochmal ein bisschen fleißig abarbeiten. Aber in der Zwischenzeit könnten wir auch mit ihm hier nochmal 70% nochmal abtanken gehen. Dann könnten wir nämlich den Abfahrer auf jeden Fall schon mal zum Silo schicken. So, jetzt ist mir ja aufgefallen, dass wir schon seit einigen Tagen oder seit einigen Wochen neue Mini-Brunn gar nicht mehr gespielt haben. Unsere schöne Alpen-Map mit den kleinen Feldern, das wird auch Zeit. Ich denke, da werde ich auch am Wochenende jetzt dazukommen, dass wir hier auch dann wieder ein paar Folgen aufnehmen. Auch das Projekt soll ja ein bisschen vorangetrieben werden. Es gibt das ein oder andere Projekt hier auf dem Kanal, wo ich sehe, dass es jetzt nicht ganz so euren Erwartungen entspricht oder eure Erwartungen erfüllt. Das heißt, da werde ich mir dann auch ein bisschen was einfallen oder überlegen, dass wir dann doch ein bisschen noch was anderes machen.
machen neben dem Landwirtschaftssimulator. Und ich denke vielleicht dann doch noch wieder ein Projekt The Division, auch wenn es da zurzeit ja, glaube ich, ganz schöne Probleme gibt. Ich wollte heute eigentlich schön so am Freitagabend, ich bin also jetzt hier gerade am Freitag, gucke ich hier vor dem Rechner bzw. der Playstation und wollte ja gerne eigentlich auch mal ein bisschen Division wieder zocken. Hat einfach Bock drauf, so auf den Feierabend hin, aber da gibt es wohl gerade einige Probleme mit den Servern. Und mit der neuen Season, die da eingespielt werden soll. Und somit war das nichts. Aber kein Problem, wir haben ja den LS, um auch hier schön entspannt ins Wochenende zu kommen. So, 95%. Ich denke, das passt so. Dann werden wir den jetzt hier... wir fahren noch bis zum Ende des Feldes mit. Weil dann wird er definitiv oben auf den Weg gehen und dann eben zum Silo kommen. Yep. So, und wenn wir den losgeschickt haben, dann können wir auf jeden Fall mal den anderen Drescher runterbringen zum Feld Nummer 7 und dort mit den Arbeiten beginnen. Wie gesagt, damit wir dann eben einen zusätzlichen Abfahrer haben. So, 98%. Ja, wir können den schon voll machen. So. Jetzt. Bringen wir den zum Feldrand und dann können wir den auf die Reise schicken. So. Hier. Job erstellen. Ist ja noch eingespeichert und den ganzen, ja, das passt dann schon, den schicken wir dahin. Also ab die Post. Er müsste sich jetzt in Bewegung setzen. So, jetzt bin ich aber noch mal gespannt, ob er jetzt auch wirklich hochfährt zur Hauptstraße oder ob er dann hier jetzt rechts abbiegt. Wäre natürlich dann schlecht für unseren kleinen... Jetzt muss ich gerade mal schauen, was ist denn das eigentlich? Ein Messi oder ein Case? Der Case ist es natürlich. So, bremst er? Na, er bremst. War natürlich klar. Somit steht der Messi im Weg. Also, dann bringen wir ihn hier mal auf die Seite. Dann stellen wir den mal hierher. So. Gut. Ja, da kommt unser Abfahrer. So. Da haben wir den Fendt. Ja, den müssen wir auf den Schneidwerk machen, obwohl wir machen das andersherum. Wir werden erstmal den Abfahrer schicken. So. So, und dann soll der erstmal, aber da bin ich auch mal gespannt, denn wir schauen mal, denn wir haben ein kleines Problem auf jeden Fall immer noch mit der Kreuzung. So, was macht jetzt er? Er wird ja hoffentlich jetzt nach links abbiegen. Oh ja, man sieht es auch hier. Er schlägt einfach zu spät ein. Irgendwas passt hier nicht mit den Fahrwegen. Das ist mir einfach ein bisschen zu spät. Und das Gleiche wird vermutlich auch hier sein. Das werden wir dann jetzt hier gleich sehen. Deswegen möchte ich da auch ganz ungern den hier rumschicken. So, wenn wir den jetzt hier runterschicken auf Feld Nummer 7. Mal gucken, ob das hier überhaupt geht. Nee, will er nicht machen. So. Okay, das macht er. Aber jetzt schauen wir mal, ob er da unten an der Kreuzung auch wirklich um die Kurve kommt. Also ob das letztendlich auch eine Frage der Fahrzeuge oder der Gespanne ist oder ob das generell die Situation ist, dass er, ja, er kommt gerade so vorbei. Okay, dann nehmen wir jetzt den Fendt. Den Ideal. Ups. Ja, daran muss ich mich auch erst noch gewöhnen, dass da hinten dran immer dieser Zaun ist. Neuerdings. So. So, ist denn mittlerweile der Johnny wieder da? Hm, wir gucken mal. Ne, er ist noch nicht zurück. Ups, das könnte noch... So.
ne? So, und... Na? Hat er das jetzt hier... Ja, das scheint gefixt zu sein. Okay. So. Dann gucken wir mal, dass wir auch hier rauskommen. Sehr gut, das passt. Und wie Sie es gehört, machen wir auch die Rundumkennleuchten an. Und den werden wir jetzt erstmal manuell. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier wirklich jetzt hier auf der Kreuzung um die Kurve käme. Aber wir könnten ja eigentlich auch hier geradeaus fahren. Ja, und eben am Feld hier runterfahren und dann von der anderen Seite mit dem Dreschen beginnen. Ja, das ist eigentlich auch eine Option. So. Dann fahren wir mal Richtung Küste. Schauen wir mal hier auf der Karte nochmal. Der Helfer C ist unser Fendt. Hat der bereits abgeladen, so wie es aussieht, und befindet sich schon auf dem Rückweg. Helfer. Ah ja, und der Abfahrer ist bereits unten angekommen am Feld Nummer 7. Und der Drescher ist auch unterwegs und hat 80% erreicht. Okay. Jo, Bingo. Ja gut, das passt ja soweit. Dann bringen wir den auf jeden Fall mal bis hier runter. Stellen den an den Feldrand und dann kümmern wir uns wieder um unseren Drescher. So, hier geht's rum. So, da hat's einen Stein. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier den Schneidwerkwagen... Ah ja, da drüben. Da kommen wir über den Bach. Sehr schön. Okay. Dann können wir hier gleich anfangen. Dann mit dem Dreschen. Okay. Zack. So. Wir klappen schon mal auf. Schneidwerk angebunden. Angedockt. So. Und jetzt schauen wir mal, wie weit hier... Yep, yep. Er ist auf dem Rückweg. Er ist bei 98%. Das heißt, dass wir hier mit ihm jetzt erstmal abtanken. Und dann kann der Drescher nämlich weiterarbeiten. So, Drescher ist voll. So, Plane ist unten und dann kann es losgehen. So. Und hier geht's rein. Und da sieht man auch schon das Rohr. Und dann werden wir hier unseren Johnny abtanken. Sehr gut. So. Und los geht's. Motor anschmeißen. Und dann können wir den hier auch erstmal auf die Reise schicken. Das müsste ja erstmal gerade sein. Ja, oder? Jo. So, hier ist unser Abfahrer. Den werden wir hier jetzt mal am Besucherparkplatz parken. Zack.
So, ihn können wir mal spaßeshalber auch zum Abtanken bzw. zum Silo schicken. Das heißt, Job erstellen, liefern und zwar genau dorthin. Und dann soll er ja auf jeden Fall mal irgendwo hier geparkt werden und den Job starten. So, mal schauen, was er macht. Einmal hin, einmal zurück. Dann müsste er eigentlich losfahren. Jo, er bewegt sich. So. Und ihn hier, den lassen wir jetzt wieder oben lang fahren, damit er dann zu unserem anderen Abfahrer fährt. Ja, jetzt hätten wir natürlich die Bahn auch ernten können. Absolut richtig. Aber jetzt sind wir schon mal unterwegs. So, kommt er? Ja, er kommt. So. Und ab die Post. So, ja, lassen wir ihn einfach mal arbeiten. Gut, also. Zack. Ja, was ist der Plan? Also, der Plan wird auf jeden Fall sein, dass wir hier mit dieser Spur hier auf jeden Fall einen Fahrtweg basteln und den hier entsprechend verlängern, um dann hier das Feld abzutrennen, damit wir dann hier drüben ein Feld haben und hier ein Feld haben. Und dann werden wir hier entsprechend den Fahrtweg, ich denke, komplett bis hinten durchziehen. Und dann können wir auf jeden Fall dann hier noch einen Fahrweg in der Richtung basteln. Und dann haben wir nämlich hier auch entsprechende Felder. So habe ich es jedenfalls auch bei Reloaded gemacht. Und jetzt bin ich am Überlegen, weil wir haben dann hier einen Fahrweg lang gemacht, um das Ganze abzugrenzen. Und haben hier einen Fahrweg lang gemacht. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das machen will, dass wir dann nämlich praktisch hier dann nochmal ein Feld haben und wir hier dann eben einen weiteren Fahrweg haben. Oder ob wir dann nämlich sagen, das wird hier alles Hof, weil wir haben ja hier eine Einfahrt und dann könnten wir hier eigentlich eine Hofeinfahrt machen. Und machen nämlich praktisch hier komplett den Fahrweg runter. Und würden dann von hier zwar auch beginnen, aber eben nicht bis nach da hinten durch. Ja, müsste man sich mal Gedanken machen. So, auf jeden Fall wäre der Plan. Ja, da haben wir immer Gras genommen. Haben wir den mittlerweile? Nein, wir haben leider keine anderen Texturen. Ja, da haben wir Gras genommen, Gras und dann eben Kies. So, die Frage ist halt, ist das nicht zu groß? Na, weil wir haben nämlich immer, glaube ich, nur diese Breite. Aber wir könnten ja eigentlich auf jeden Fall großzügiger sein. Und hier so arbeiten. Naja, also eigentlich haben wir ja Gelände genug und dann haben wir auch genügend Breite, um dann eventuell hier auch noch was hinzubasteln. So. Ja. Genau. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen Kies reinmachen. Dann können wir das als Fahrtweg nehmen. So, und da sehe ich auch gerade schon wieder, das passt schon wieder gar nicht. Irgendwas hat sie ja schon wieder. Aber nun gut. So. So wäre es dann besser. Ja.
Ja, und dann würden wir das einfach hier so durchziehen und machen hier auf jeden Fall einen Fahrweg. Und dann können wir mal schauen, wie gesagt, ob wir dann hier oder ein bisschen breiter das Ganze dann hier einbauen, damit wir dann hier zum Beispiel Platz hätten für ein Silo. Weil das muss ich mir nämlich auch Gedanken machen, wo wir dann nämlich die Silos platzieren. Denn die müssen wir schon so strategisch gut platzieren, damit natürlich der Helfer, die Abfahrer dann auch entsprechend da rankommen. Okay. So, jetzt haben wir zumindest mal einen Anfang gemacht und haben schon mal so eine grobe Vorstellung, wie wir hier vorwärts kommen wollen und wie wir hier weitermachen wollen. Aber in der Zwischenzeit müssen wir auch mal gucken, was unsere... Ah ja, okay, er ist jetzt auch gleich wieder voll. So, der Kollege ist bei 66%. Ja, kommt aber auch gut vorwärts. So, und er ist auch schon wieder auf dem Rückweg. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in unser Silo. 150.000. Und, ja, also ich glaube, wir haben keine 10% im Prinzip abgeerntet. Ja, doch, werden schon ein bisschen mehr sein als 10%. Aber ihr seht schon, also... Da wird schon einiges bei herumkommen, bis wir das alles abgeerntet haben. Und somit ist es wieder bestätigt, dass unser Projekt Big Farm lautet. Ja, okay. 96%, es hilft nichts. Wir müssen mit dem los. Und dann unseren Johnny abtanken. So, er ist voll. Wir haben Fruchtzerstörung eingeschaltet und deswegen werden wir natürlich jetzt nicht hier ins Feld reinfahren, sondern uns jetzt hier hinten hinstellen. So. Sehr gut. Ups. Und jetzt müsste doch eigentlich irgendwann auch mal... Aha, da kommt er. Sehr schön. So, wie weit sind wir hier? 83, da macht es Sinn, dass wir den auch gleich hier abtanken. So. Machen wir ein Vorgewende. Hier an der Küste, wo die Menschen zum Spazieren sich treffen. So. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch eine schöne anderes oder ein schönes anderes Projekt hier mit Neu-Mini-Brunnen, unsere Alpenmap. Auch da soll es dann langsam vorwärts gehen. Das letzte Mal habe ich mich ein kleines bisschen blamiert, weil ich ja nicht die richtige Stelle gefunden habe zum Abladen für den Auftrag, den wir da angenommen haben. Ja, ich werde da die Map auf jeden Fall noch ein bisschen erkunden, denn ich tue mich da doch ein kleines bisschen schwer mit der einen oder anderen Stelle, weil ich dann noch nicht genau weiß, wo sie ist. Obwohl es eine kleine Map ist, ist sie doch vollgepackt mit Produktionen und Silos und Abladestationen. Und da muss man sich schon ein bisschen orientieren. Und da werde ich mich auf jeden Fall am Sonntag wieder dran setzen und da einige Folgen hier produzieren von unserer schönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. So, 96, 97. Dann fahren wir jetzt hier noch rum. Und dann können wir hier zurücksetzen und bereits ausfahren. So. Und den Abfahrer holen. Und dann können wir den schon... Ja, müssen wir mal schauen, wie groß hier eigentlich der Anhänger ist. Aber das müsste eigentlich auch reichen für zweimal abtanken. So.
Ja, 24%, also da können wir auf jeden Fall mehrmals noch abtanken. Also da werden wir mit Sicherheit nicht zum Silo fahren müssen in der Zwischenzeit, sondern ich denke, da kriegen wir das komplette Feld in den Anhänger rein. Hier um die Kurve rum und dann können wir ihn wieder auf die Reise schicken. Unser Johnny wartet ja auch schon. Der steht ja in der Parkposition. Und dann können wir den nämlich auch wieder losschicken. Zurücksetzen, damit er auch ordentlich in die Spur kommt. Und dann können wir ihn losschicken. So, soweit der Fendt. Da machen wir den Motor aus. So, hier machen wir den Motor ebenfalls aus, der Umwelt zuliebe. Und hier müssen wir den Motor anmachen. So, los geht's. Auf geht's. Es gibt noch viel zu tun. Und gegen 11 Uhr oder 13 Uhr war es, glaube ich, soll es dann mit dem Regnen beginnen. Also schauen wir, dass wir ja noch gut vorwärts kommen mit der Ernte. Sehr schön. So, an der Stelle darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen und wie immer auch bei allen, die den Kanal jetzt abonniert haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Auch immer vielen, vielen Dank für euer Feedback und für die Däumchen, die ihr da lasst. Dafür möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich sage danke für die heutige Folge, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und darf mich wie immer von euch verabschieden mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio. Ich bin der Badenfarmer. Ciao.